AfD, Lars Hünig. Hallo Lars. Applaus. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Herr Zimmer. Hallo. Ich bin auch dabei. Hallo, ich bin der Arthur. Ja. Hallo. Und der Herr Buchholz. Buchholz. Genau. Danke. Ich habe das mit den Namen schon geklärt. Ja, also Sie sitzen Sie sind Mitglied des Untersuchungsausschusses zur Untersuchung der Krisenpolitik der Landesregierung im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und der Erkrankung COVID-19. Das ist die korrekte Bezeichnung dieses Untersuchungsausschusses. Ja. Ist der einzige Untersuchungsausschuss dieser Art. Alles andere wurde ja bisher irgendwie abgebügelt. Ich möchte mal vielleicht ein bisschen ungewöhnlich einsteigen. Wie ist denn da so die Atmosphäre in diesem Untersuchungsausschuss? Und wie ist vor allem das Frageverhalten der Parteien? Was dürfen wir da erwarten? Also zuallererst, es sind zwei Untersuchungsausschüsse. Wir haben nämlich den ersten Untersuchungsausschuss ist zu dem ersten Lockdown, den wir hatten im März 2020, und den zweiten haben wir erst im November 2022 eingesetzt. Der nennt sich allerdings genauso, weil es geht um das gleiche Thema, aber da geht es um Impfung und da geht es um die Kinder und da geht es um Polizeigewalt. Deswegen ist das unterschiedlich zu betrachten. Im ersten Untersuchungsausschuss war die Stimmung sehr frostig. Also ich habe ja so Wortprotokolle da, und wenn ich Frau Drosten zum Beispiel 4 Stunden vernommen habe, dann haben wir in der Regel 2 Stunden mit dem damaligen Ausschussvorsitzenden diskutiert, ob überhaupt eine Frage zulässig ist. Also das war schon, also Behinderung ist noch nett gesagt, das war schon, dass man das komplett abgelehnt hat. Und im zweiten Untersuchungsausschuss ist der Ausschussvorsitzende schon etwas, ich will mal sagen, humaner. Der lehnt auch Fragen ab, aber das ist in einem Gerichtsprozess ist das ja nicht anders. Da sagt der Richter auch, die Frage ist nicht zulässig. Und wir haben diesmal, das muss man auch zugeben, jemanden von der CDU, die da auch mitfragt. Ich habe aber mal, weil die CDU, die SPD hat mal verbreitet, die AfD macht so einen Untersuchungsausschuss, kommt eh nichts raus und sie fragen nicht mal irgendwas, und habe mir mal die Mühe gemacht, die allerersten Sitzungen auseinanderzunehmen. Und da kam raus, die SPD hatte 5 Fragen, die Grünen hatten 0 Fragen, die Linke hatte 6 Fragen und wir hatten 285 Fragen. Also nur damit man mal ein bisschen den Einblick reinkriegt. Von einer einzigen Sitzung war das übrigens gewesen. Ne? Also die anderen fragen halt nicht, weil sie kein Interesse haben an der Aufklärung. Ne? Lars, nun gehen ja die Bürger davon aus, und Sie sitzen da jetzt direkt drin, aber der normale Bürger geht davon aus, in so einem Untersuchungsausschuss, da werden interessante Leute geladen und die kann man dann einfach befragen. Die Realität sieht ja doch ein bisschen anders aus, also wie es in einem solchen Untersuchungsausschuss nun wirklich abgeht. Können Sie vielleicht kurz ja den Rahmen, den gesteckten Rahmen eines solchen Untersuchungsausschusses mal darlegen, damit die normalen Bürger auch mal verstehen, wie das da so vor sich geht? Sie können ja nicht irgendeine Frage stellen. Ja, also wir haben in dem der Untersuchungsausschuss oder andersrum. Warum haben wir überhaupt einen Untersuchungsausschuss und vor allen Dingen einen von der AfD, wo wir doch so die ganz Bösen und die Brandmauer sind? Es ist relativ einfach. In Brandenburg sitzen bei uns 23 Abgeordnete im Parlament. Und das ist über 1/5, was man benötigt, um einen Untersuchungsausschuss einzuberufen. Das heißt, wir bräuchten 18 Abgeordnete, sind 23. Das heißt, die anderen können also nicht ablehnen. Sie können natürlich sagen, wir sind damit nicht einverstanden. Und sie können auch sagen, das kostet alles Geld, alles Blödsinn. Aber sie können ihn nicht ablehnen. Und ich sag mal, in jedem normalen anderen Untersuchungsausschuss läuft das so, dass man den Untersuchungsgegenstand am Anfang festlegt. Und wir hatten bei dem ersten zum Beispiel gesagt, wir wollen den Zeitraum vor der ersten Pandemie bis September 2020 untersuchen. Da ging es vor allen Dingen um wie werden die Verordnungen eingereicht, wie sind die Datenlage, warum sind die ganzen Maßnahmen erhoben worden. Und dann muss man sich daran langhangeln. Das heißt, wir fragen keine medizinischen Fragen, weil das kann auch ein Politiker in dem Sinne ja überhaupt nicht beantworten, sondern wir fragen reine politische Fragen. Also ist alles, was Sie da getan haben, angemessen? Ist es erforderlich? Gibt es Studien? Gibt es Daten? Auf welcher Grundlage? Und. Und dann macht man einen Beweisantrag. Das ist ähnlich wie bei Gericht, dass man sagt, ich möchte gerne den Minister des Innern hören zum Versammlungsgeschehen, und dann muss man zumindest relativ detailliert reinschreiben, um welches Thema es geht.
damit man den natürlich nicht vorlädt und den fragt dazu, was hat er gefrühstückt, jetzt mal ganz blöd gesagt, ne? Sondern man muss sich da ein bisschen dran langhangeln. Das funktioniert in jedem anderen Ausschuss völlig normal. Da kann man auch, derjenige, der den Ausschuss einberufen hat, kann auch die Leute vorladen, die er gerne möchte. Bei uns läuft das so, dass man uns Leute verweigert, alleine weil wir zum Beispiel einen Herrn Bakti als Sachverständigen laden wollten. Der wurde uns verweigert, weil er angeblich keine Ahnung hat. Wir hatten Herrn Spahn geladen, weil er ja der Gesundheitsminister war. Da hat man uns gesagt, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wir haben Frau Merkel geladen, da hat man uns gesagt, die kann überhaupt nichts dazu beitragen. Also da sieht man schon, dass das natürlich eine ganz andere Nummer ist als in jedem anderen Untersuchungsausschuss schon. Aber wir haben die ganze Menge Leute gut durchgekriegt, muss man zugeben. Also Sie hatten ja auch Herrn Wieler da im Untersuchungsausschuss. Da ist vielleicht erstmal interessant, um es vorne wegzunehmen. Am Vorabend der Befragung von Herrn Wieler bekam er eine Aussagegenehmigung des Bundesgesundheitsministeriums. Das ist ja unter Karl Lauterbach, der ja eigentlich auch eher ein Kandidat für eine Befragung wäre, als Genehmigungserteilung. Also das ist schon ein bisschen seltsam. Diese Genehmigung, die gleicht aber doch wohl eher einem Aussageverbot, ja, oder einer Aussageeinschränkung als einer Aussagegenehmigung, weil sie vor allem den Rahmen festlegt, in dem der Herr Wieler überhaupt sprechen darf. Nun wurde diese Genehmigung nicht verlesen, das heißt, der Inhalt dieser Aussagegenehmigung ist geheim. Ich glaube, Sie haben den Inhalt gelesen. Sie dürfen den natürlich nicht wiedergeben, aber Sie können uns eine Einschätzung des Ganzen geben. Wie lautet denn diese Einschätzung? Also jetzt jeder, der vom Untersuchungsausschuss als Zeuge geladen ist, bekommt, wenn er ein Beamter ist, eine Aussagegenehmigung. Ja. Also ein Herr Bakti hätte keine gebraucht, weil der wäre als Privatmann gekommen. Aber jeder, der irgendwie Minister, Staatssekretär, Abteilungsleiter oder wenn er in einem Amt arbeitet, bekommt er natürlich logischerweise eine Aussagegenehmigung. Wie stellt man sich das vor? Da gibt es einen A4-Zettel. In diesem A4-Zettel steht drin, wir erlauben Frau XYZ oder Herrn XYZ sich zu dem Thema zu äußern, außer. Das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, derjenige war in der Regierung beteiligt, dann kann er zu den Entscheidungsfindungen der Regierung, darf er in so einem Ausschuss nichts sagen, weil das wieder ein ganz eigener Prozess wäre. Das ist aber völlig normal, das ist in jedem Untersuchungsausschuss so. Es interessiert ja nur die Entscheidung der Regierung und nicht, wie sie da hingekommen sind unter Umständen. So, bei Herrn Wieler war das anders. Also, jetzt, wie gesagt, Frau Keller-Stanislawski vom PAI hatte eine A4-Seite, da waren vier Zeilen, wo drin steht, ja, sie darf aussagen, aber sie darf nichts sagen zum Herstellungsprozess. Das hängt unter Umständen damit zusammen, dass sie da nicht beteiligt war, sie also quasi auch was sagen müsste, was sie so nicht sagt, was sie vielleicht nicht weiß, sondern nur gehört. Und bei Herrn Wieler war das innerlich meiner Ansicht nach vier A4-Seiten oder drei A4-Seiten voll und das mit auf den Unterpunkten. Und dann wurde auch noch dick und fett unterstrichen, darf nicht aussagen. Und er darf sich nicht zu Beziehungen zu anderen Ländern äußern. Er darf sich nicht äußern zu Steuergeheimen. Also wo man gesagt hat, jetzt bin ich ja Politiker von einer AfD und dann sagt man alle, ja, die sind sowieso doof. Aber ich bin ja eigentlich relativ... Ich gehe unvoreingenommen an so einen Untersuchungsausschuss, ich höre mir das an und dann gibt es Verschwörungstheorien und dann sagt einer, ja, das ist eine große Weltverschwörung. So, wenn man an keine Weltverschwörung glaubt, ist das alles in Ordnung und ich bin auch völlig dabei. Aber die Aussagegenehmigung von Herrn Wieler hat mehr Fragen aufgeworfen, als ich überhaupt beantwortet hätte. Und wenn einer gesagt hat, es ist eine Verschwörung, dann hat diese Aussagegenehmigung eigentlich das bestätigt. Also es war verrückt, was da alles drin stand. Ja, Politik und Medien, auch das Paul-Ehrlich-Institut oder die STIKO, die haben sich ja eigentlich in allem, was sie gesagt haben, was sie gemeldet haben, was sie veranlasst haben, also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen, in sämtlichen Maßnahmen und, die haben sich immer alle auf das Robert-Koch-Institut berufen. Selbst heute, die Gerichte, ja, es sind ja immer noch Verfahren anhängig, selbst Leute, die irgendwo ohne Maske Bahn gefahren sind und so, es gibt ja immer noch Gerichtsverfahren und die berufen sich bis heute, auch die Gerichte, alle berufen sich auf das Robert-Koch-Institut. Nun hatten sie den Herrn Wieler da ja sitzen und konnten ihn befragen. Und inwieweit wird das RKI denn diesem Status, der ihm verliehen wird, von sämtlichen Behörden, von sämtlichen Medien, auch wirklich gerecht? Hat das RKI, ist es denn in der Lage, in Form eines Wieler, der das ja geleitet hat in der fraglichen Zeit, das alles auch wirklich mit Fakten und mit Daten und mit Studien und mit Zahlen zu belegen?
Also meiner Ansicht nach ist das ein großer Knackpunkt dieser Pandemie, weil sie völlig versagt haben. Ne? So ein Robert-Koch-Institut, und wir hatten ja ganz am Anfang, hatten wir den gefragt, wofür die eigentlich zuständig sind. Und da sagt er noch, dass man Studien macht, dass man Auswertungen macht, dass man Daten erhebt und dergleichen. Und bei der weiteren Befragung hat er dann eben zugegeben, dass bei Corona überhaupt keine Studien selber gemacht wurden. Doch eine wurde gemacht, das ist eine Covid-Studie, hinten mit K. Da hat er aber gesagt, ja, die Studie ist aber noch nicht abgeschlossen und noch nicht ausgewertet. Also wir reden darüber, dass die letzten 3 Jahre die schlimmste und gefährlichste Pandemie seit Menschengedenken unterwegs ist und dass das schlimmste und tödlichste Virus ist, was es jemals gegeben hat. Und draußen sind Leichenberge ohne Ende, aber wir erheben keine Daten. Das glaubt halt keiner. Ne? So, das ist halt schwierig. Und das ist schon ein Problem, zumal es ein Staatsapparat ist. Das RKI gehört ja zum Gesundheitsministerium. Es ist also nicht ein losgelöstes Institut, sondern es ist ein Institut, was zum Staatsapparat gehört. Das sind Beamte. Und die haben aus meiner Sicht eine gewisse Pflicht. Und diese Pflicht haben sie nicht nur nicht wahrgenommen, sie haben sie komplett vernachlässigt. Inwieweit das strafrechtlich ist, müssen irgendwann andere Leute klären. Ich will ja nur aufklären, was schiefgelaufen ist, damit wir das nie wieder so haben. Aber der Einwand, den Sie gesagt haben zum Thema Gerichte, das ist ein aus meiner Sicht existenzieller. Wir haben jetzt als AfD in Brandenburg gerade gefordert eine Amnestie. Ich bin ja froh, dass wir so eine Amnestie für alle Bußgelder und Strafverfahren fordern. Aber eigentlich ist auch eine Amnestie zu fordern falsch, weil das nämlich bedeutet, eine Amnestie, man hat etwas falsch gemacht und ist dann verurteilt und der Staat sagt, netterweise, ich erlasse dir das. So ist es ja nicht. Nämlich, es ist ganz anders. Es sind Sachen erlassen worden, die völlig unbegründet sind, wozu es keine Datenlage gibt, überhaupt in gar keinster Weise. Das heißt, der Staat ist komplett übergriffig geworden den Menschen gegenüber und sie sind alle freizusprechen und zurückzuzahlen. Slowenien macht das ja gerade vor. Diese ganzen Gerichtsverfahren, die da also sind, die also sagen, das RKI hat diese Beweise, das RKI hat diese Studien und daraufhin ist das Gericht zu dem und dem Urteil gekommen, sind aus meiner Sicht komplett falsch, zumal Herr Bieler im Untersuchungsausschuss gesagt hat, wir geben ja nur Empfehlungen ab. Also bei uns hat das keine Gesetzeslage. Wir haben nämlich direkt gefragt, ob ihm bewusst ist, dass die Politiker, aber auch die Gerichte urteilen aufgrund seiner Studien und seiner Datenlage und ob ihm bewusst ist, dass das quasi einen Gesetzgebungscharakter haben soll. Daraufhin hat er gesagt, nö, also wir geben nur Empfehlungen ab, also wir machen keine Gesetze, das geht uns nichts an. Damit müsste jedes Gericht sagen, oh, ach, die grüne Neune, wir nehmen alles zurück. Ne? Eigentlich wäre das wäre die einzige Schlussfolgerung. Ne? Die slowenische Lösung. Ja, absolut. Also es geht nur mit dem Freispruch. Jeder, der ohne Maske gelaufen ist, jeder, der sich einen Impfpass ausstellen lassen hat, jeder Arzt, der Impfpass ausgestellt hat, hätte ein Bundesverdienstkreuz verdient, weil er nämlich Menschenleben gerettet hat. Aber ich sag mal, grundsätzlich dürften die gar nicht verurteilt werden. Das ist nämlich eine Übergriffigkeit des Staates. Und das ist aus meiner Sicht ist das ein Riesenproblem. Alle Menschen, die da in alles, was Bußgeld oder Strafverfahren ist, was mit Corona zu tun hat, ist Unrecht und es gehört komplett freigesprochen. Ja, natürlich. Ja. Herr Hünig, also es war ja ein politischer Ausschuss und es ging ja um die Frage, inwiefern die politischen Entscheidungen begründet waren durch diese wissenschaftliche, durch die Evidenz, sage ich jetzt mal. Und es waren ja auch Politiker geladen. Ich glaube auch der Landesvater von Brandenburg war ja auch mit dabei. Wie hat er sich denn vor dem Ausschuss verkauft? Naja, der war im ersten Ausschuss da, wo es wie gesagt darum ging, wie ist denn der erste Lockdown zustande gekommen. Wir erinnern uns alle, am 14.03.2020 hatte ja jetzt Spahn auf Twitter getwittert, es geht herum, dass man einen Lockdown will oder dass man alles zumachen will, glauben Sie nicht, das ist alles Schwachsinn, alles Verschwörung, bla bla bla. Am 16.03., 17.03. gab es dann die Bilder von Bergamo, am 19.03. gab es den ersten großen Lockdown. Und wir hatten schon mitbekommen, dass es keinerlei Daten gibt, außer diese Heinsberg-Studie, die aber gar keinen interessiert hat, obwohl der eigentlich herausbekommen hat, dass es nur 0,34% Leute sterben. Also die nicht mal an, sondern vielleicht mit Corona. Also er hat gar nicht das. Also normalerweise hätte man sagen müssen, man macht gar nichts. Dann haben wir den Ministerpräsidenten im Untersuchungsausschuss gefragt, wie es denn zum ersten Lockdown kam.
Also, es ist halt so typisch SPD, die dann erst mal 20 Minuten eine Moralpredigt halten, wie schlimm die AfD ist und dass man die Bilder von Bergamo nicht mehr wollte. Also, man hat die Bilder von Bergamo im Kopf gehabt und das wollte man auf jeden Fall verhindern. In Brandenburg wollte man kein Bergamo und auch kein Frankreich. Wir erinnern uns ja, da hat ja Macron hat ja die Kriegserklärung an den Virus und was ich nicht. Das haben wir dann auch gut sein lassen, weil wir konnten nicht nachfragen. Zu dem Zeitpunkt war uns nicht bewusst, dass es doch anders ist. Und es gab ein halbes Jahr später, gab es dann eine Frau Britta Ernst, das ist die Frau von Olaf Scholz, die ist bei uns in Brandenburg Bildungsministerin, war Bildungsministerin und die sagte, die erzählte frei der Leber weg und sagte, es gab am 12.03.2020 eine Ministerpräsidentenkonferenz, auf der man alles beschlossen hat, nämlich einen allerersten Lockdown, inklusive Schulschließungen. Und da waren wir schon etwas irritiert, muss ich zugeben. Und dann hat Herr Woidke 2023 dieses Jahr bei einem Bürgerdialog der Regierung in Falkensee, bei dem ich anwesend war, habe ich auch ein Video davon, hat er gesagt, ja, also er hat, also das war ja eine schlimme Zeit mit Corona und am 12.03. kann er sich noch genau erinnern, da hat er früh nicht gewusst, dass sie abends beschließen, dass alles zugemacht wird. Und daraufhin habe ich ihn angezeigt, das ging auch eine ganze Weile, wurde wohl ermittelt, wurde dann aber eingestellt unter dem Motto, er hat keine Falschaussage geleistet. Das muss man jetzt wissen, vom Untersuchungsausschuss wird man belehrt, dass auch das Weglassen von Tatsachen eine uneidliche Falschaussage ist. Und die wird bestraft mit 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Also es ist nicht irgendwie Bußgeld wegen Maske, sondern wir reden über Freiheitsstrafen. Und das ist eingestellt worden, das so viel zum Thema, Herr Woidke und Ministerpräsident. Das heißt, er hat vor dem Untersuchungsausschuss regelrecht gelogen. Ne? Das muss man also ganz klar sagen, weil er war ja da anwesend am 12.03., hat das am Untersuchungsausschuss nicht gesagt. Ich will auch nicht sagen, dass er die Unwahrheit gesagt hat. Er hat regelrecht gelogen, bewusst gelogen, hat das komplett weggelassen. Ne? Konsequenzen? Sind da Konsequenzen zu erwarten? Ja, ich glaube nicht. Also, das ist ja genau das Problem, was wir haben, ne? Es gibt ja keine Politikerhaftung mehr. Jetzt will ich auch nicht, dass Politiker, wenn sie eine Entscheidung treffen, dann sofort ins Gefängnis kommen. Das ist ja auch der falsche Weg. Aber es muss ja zumindest so sein, wenn der Mann als Ministerpräsident, und als Ministerpräsident müsste er ein gewisses Vorbild sein. Und wenn er dann im Untersuchungsausschuss eine Falschaussage macht, muss er dafür bestraft werden. Er muss ja nicht ins Gefängnis, aber man müsste ihm wenigstens eine Urkunde vor Gericht geben und sagen, mein Freund, das geht nicht, so geht das nicht. Jeder normale Bürger wird verurteilt, wenn er bei Netto arbeitet und einen Pfandbon von den Euro 20 klaut, dann wird er nämlich gekündigt. Aber ein Ministerpräsident, wenn er in einem Untersuchungsausschuss lügt, und zwar bewusst lügt, um ein anderes Bild zu erzeugen, als was der Wahrheit entspricht, da passiert nichts. Und das ist das Problem, was wir zum jetzigen Zeitpunkt haben, ne? Dass leider Gottes die Politiker für nichts mehr haften müssen. Ja, das ist natürlich auch ein Medienversagen. Die Medien hätten die Aufgabe, den entsprechenden Druck aufzubauen nach einer solchen Geschichte. Das wäre also eine funktionierende Medienlandschaft, ein funktionierender öffentlich-rechtlicher Rundfunk würde ja solch einen Ministerpräsidenten innerhalb kürzester Zeit aus dem Amt jagen. Ja, aber die Medien, da muss ich ganz kurz dazwischen gehen, die Ja. Medien haben nach dieser Befragung, die haben ja drinnen gesessen an dem Tag. Und die Medien haben danach geschrieben in den Brandenburger Zeitungen, Ministerpräsident Woidke führt AfD im Untersuchungsausschuss vor, weil er uns 20 Minuten erzählt hat, wie schlimm Corona ist und dass die alle sterben. Das haben die Medien geschrieben. Und damit war Schluss. Das ist halt leider Gottes, ist immer die richtige Aufmerksamkeit, da will ich ganz ehrlich sein, haben wir jetzt gehabt im zweiten Untersuchungsausschuss am 1. September, weil es doch eine größere Bewusstsein gibt, dass eben, also die wenigsten Leute kennen ja irgendjemanden, der mit Corona verstorben ist, sondern die meisten Leute kennen irgendwelche Impfschäden oder Leute, die wegen Impfung Probleme haben oder eventuell verstorben sind. Und heute hat jetzt jemand berichtet, also wir hatten jetzt eine öffentliche Presse, A durch Tom Lausen, aber auch durch Leute wie euch, die quasi aus den alternativen Medien was berichten, was ganz toll ist. Aber auch eine Mainstream-Presse, nämlich den Nordkurier, der berichtet hat, und die Schwäbische Allgemeine. Also das ist zum ersten Mal ein Durchbruch, den wir da gemacht haben. Ne? Der Nordkurier fällt generell immer wieder überraschend gut auf. Ja, den verbieten die irgendwann. Ich möchte auf Herrn Wieler und die Befragung nochmal zurückkommen. Wir hatten es ja gerade schon gesagt, das Robert-Koch-Institut gehört ja zum Gesundheitsministerium. Und der Herr Wieler,
der hatte einen Aufpasser dabei. Und zwar den Heiko Rottmann-Großner aus dem Gesundheitsministerium. Können Sie uns vielleicht kurz mal darlegen, welche Rolle dieser Mann bei der Befragung Herrn Wielers gespielt hat? Also die Situation ist, dass das Problem, das sind wir gerade am Klären, weil er war nämlich auch beim ersten Untersuchungsausschuss, war Wieler ja schon mal da. Und da gab es auch den Rottmann-Großner, da waren wir etwas unbelegt. Ich bin ja kein Anwalt, ich bin auch kein Mediziner, ich bin Politiker und ich habe eigentlich als Hauptthema Landwirtschaft. Und ich kann gut organisieren und ich kann Leute zusammenbringen. Und deswegen habe ich diesen Corona, bin dazu gekommen wie die Jungfrau Maria zum Kind, also muss ich auch lernen. Und das heißt, im ersten Untersuchungsausschuss saß der schon mal daneben und da ist er uns aus unserer Sicht verkauft worden als Rechtsbeistand. Deswegen haben wir jetzt beim zweiten Mal gar nicht nachgefragt. Allerdings war merkwürdig, dass er nicht vorgestellt wurde. Eigentlich werden die Leute vorgestellt. Dann war merkwürdig, dass er daneben saß und wenn Herr Wieler was geantwortet hat, hat er ihm sogar einen Zettel rübergegeben. Und dann haben wir gesagt, stopp mal, das geht gar nicht. Das ist ja nicht Herr Rottmann-Großner, derjenige, der befragt wird, sondern Herr Wieler. Daraufhin gab es eine kurze Diskussion. Dann hat der Ausschussvorsitzende gesagt, das können wir ja jetzt nicht klären. Und dann haben wir gesagt, Schluss aus Feierabend, das machen wir eine Nichtöffentlichkeit und haben das klären lassen. Die sind auch davon ausgegangen, dass das der Rechtsbeistand war. Also man muss sich vorstellen, der Ausschussvorsitzende hat jemanden, der medizinisch bewandert ist, und jemanden, der ein Staatsanwalt ist an seiner Seite, die ihn beraten. Und die sind alle davon ausgegangen, es ist der Rechtsbeistand. Dann haben wir gesagt, gut, dann müsst ihr die ja wenigstens fragen. Ne? Also wenn es nicht der Rechtsbeistand ist, dann muss er eigentlich hinter in den Besucherraum. Er kann dann nicht neben ihm sitzen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann wieder die Öffentlichkeit hergestellt. Der fragt natürlich Herrn Wieler und der sagt, nö, der ist nicht mein Rechtsbeistand. Und dann haben wir da zumindest geklärt, dass der zwei Sitze weiter rüberrückt. Und das Verrückte war, dass der eigentlich überhaupt nicht reden kann in diesem Untersuchungsausschuss, wenn er kein Mitglied ist oder wenn er nicht davor geladen ist. Und dann war die Situation Tatsache die, dass der Herr Rottmann-Großner sich dazu geäußert hat, er wäre dafür da, zu kontrollieren, dass die Aussagegenehmigung, die Herr Wieler hat, auch eingehalten wird. Und das ist schon heftig. Also das heißt, der ist für nichts anderes da, als zu gucken, ob der Wieler nicht Blödsinn erzählt und wenn er Blödsinn erzählt, dass er sofort dazwischen geht, was er getan hat zweimal. Ne? Wir hatten einmal das Thema nach dem General Holtherm, das ist ein Generalstabsarzt, der also von der Bundeswehr als General berufen wurde. Das hatten wir relativ kurzfristig vorher erfahren. Da war die Frage, ob Herr Holtherm ihm vorgesetzt ist. Da hat er mit Ja geantwortet. Dann habe ich gefragt, ob Herr Holtherm ihm Anweisungen geben kann. Und da war Herr Rottmann-Großner schon dazwischen. Aber Herr Wieler hat es nicht mitgekriegt, Gott sei Dank, und hat gesagt, ja, er hat mir Anweisungen gegeben. Hm. Und als ich weiter fragen wollte, ist er aufgesprungen und hat einen Zettel gesagt, hier, Aussagegenehmigung, bla bla. Der war tatsächlich nur dafür da, dass komplett zu kontrollieren. Und jetzt kommt das eigentlich Verrückte im Nachhinein. Also ich hätte den nie auf dem Schirm gehabt, den man das, ne, so, wenn der Rechtsbeistand gewesen wäre, wäre das in Ordnung gewesen. Und wir haben jetzt mal recherchiert. Und das Kuriose ist, der Mann klingt ehrlicherweise als derjenige, der dafür zuständig ist, dass diese Lockdowns so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Es gibt einen Spiegelartikel, da haben zwei Journalisten wohl recherchiert, schon 2020. Und da fällt der Name Rottmann-Großner als derjenige, der zuallererst darüber gesprochen hat, dass man einen Lockdown machen muss. Das werden wir natürlich, wir fragen gerade alle, die laden wir natürlich vor. Na, also. Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Also meinen Informationen nach, der Herr Rottmann-Großner, der war Teilnehmer an diesen Pandemie-Planspielen. Die finden ja seit einigen Jahren regelmäßig statt, teilweise hochbesetzt. Und angeblich, also mindestens bei einem 2019 in München, nur einen Tag vor der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir können davon ausgehen, dass das wirklich sehr, sehr hochkarätig besetzt war und vielleicht auch mit Personal, das wir nicht erwarten würden, genauso wenig wie wir erwarten würden, dass ein General einem Leiter einer Behörde wie dem RKI Anweisungen geben kann. Sie haben es ja gerade gesagt, da hat der Aufpasser zu spät reagiert und daher wissen wir das überhaupt nur. Der Herr Rottmann-Großner war also Teilnehmer an diesem Pandemie-Planspielen und hat dann später, wie Sie es gerade schon gesagt haben,
ja, war derjenige, der dafür plädiert hat, dass diese Lockdowns überhaupt passiert sind. Das gab es in den deutschen Planspielen, in den deutschen Vorschriften und Szenarien, die es ja gibt. Ja, in jedem Staat gibt es die für den Fall einer Seuche oder Krankheit, die um sich greift, gibt es bestimmte Szenarien, die dann greifen. Sowas wie ein Lockdown, das gab es nicht. Und das hat der Rottmann Großner offenbar von diesen Pandemie-Planspielen mitgebracht. Und da wäre meine Frage an Sie gewesen, ja, wäre der nicht eigentlich fast der interessantere Gesprächspartner? Also was heißt Gesprächspartner? laden Sie den Mann vor oder nicht? Ja klar. Es scheint so, als wenn er Mr. Lockdown ist. Das kann man meiner Ansicht nach so sagen. Und so wie es aussieht, war er auch der Kettenhund da des Gesundheitsministeriums, der das alles umgesetzt hat. Und zwar das, was wir hören, relativ militärisch, obwohl er ja, der war zwar mal Militär, aber nicht so, ne? Aber das, also mal gucken, also da sind wir gerade dabei, da fragen wir gerade im Bundestag und im Landtag einige Fragen zu dem Herrn und da wird die Frage sein, wo war er alles dabei und wo hat er mitgemacht? Ich glaube, dass der interessantere Zeuge ist und das sieht so aus, als wenn Herr Wieler quasi so ein, ja, ich hätte bald gesagt gehabt, so ein Klapperäffchen ist, aber das sage ich lieber nicht, sondern Herr Wieler scheint ja eher der zu sein, der versucht, einen wissenschaftlichen Eindruck zu machen und dann gibt es da einen General und eben den Herrn Rottmann-Großner, die aus meiner Sicht ganz klipp und klare Vorstellungen hatten, wie das abzulaufen ist und dann hat man das gefälligst zu machen. Mal gucken, also das ist eine extrem spannende Figur, was diese Lockdown-Geschichte angeht, zumal Deutschland ja eine führende Rolle in Europa übernommen hat. Also das wird spannend. Ich kann Ihnen sagen, der Herr Rottmann-Großner, der wird wahrscheinlich eine 10-seitige Aussagegenehmigung mitbringen, die dann auch nicht verlesen werden darf. Ja? Also ich bin sehr gespannt, was da herumkommt. Dann haben Sie auch noch befragt, Frau Dr. Brigitte Keller-Stanislawski, Leiterin der Abteilung Sicherheit von biomedizinischen Arzneimitteln und Diagnostika des Paul-Ehrlich-Instituts. Was können Sie uns zu Frau Stanislawski sagen? Ja gut, ich kenne ja Frau Stanislawski überhaupt nicht wirklich, sondern wir haben mal geladen, weil wir gesagt haben, das Teil ist zuständig quasi für die Impfungen. Da wird ja die Frage sein, also das, was uns hauptsächlich interessiert, ist natürlich immer die Frage, wie ist denn die Datenerhebung und wie sind denn die ganzen Nebenwirkungen, ne? Wie ist das gemeldet worden oder ist das viel, ist das wenig, ne? Das weiß ich ja nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja mal von Tom Lausen eine Auswertung gesehen, die haben wir als AfD im Bundestag angefragt, mit Tom Lausen gemeinsam. Und zwar war die Frage, wie hoch oder wie viel Impfnebenwirkungen gibt es so? Und da hat man mal alle Impfungen genommen und hat mal geguckt, die letzten 5 Jahre. Ne, so. Und da ist rausgekommen, jetzt mal nur eine X-Zahl, es gab irgendwie 63, es gab bei den anderen Impfungen immer so um die 0,1%, 0,2%, 0,3% Impfnebenwirkungen. Und bei der Corona-Impfung gab es alleine in der Statistik, die vom Amt, also die vom Bundesgesundheitsministerium gemacht wurde, gab es bei 2,5 Millionen Impfungen, gab es, jetzt muss ich lügen, 1,25% Impfnebenwirkungen. Und das wäre natürlich, das wäre ja Wahnsinn. Ne? Wir reden von 0,3 auf das Vielfache. Und es passiert nichts. Ne? Da war unsere eigentliche Frage, wie viele Tote oder wie viele Verletzte muss es geben, bevor man darüber nachdenkt, dass man eine Impfung einstellt. Wir wussten von einer Impfung in den 2010er Jahren, da ist mal ein 17-jähriges Mädchen gestorben, da hat man die Impfung dann sofort eingestellt. Also unsere Frage, die wir dabei fragen, ist, wie hoch ist denn die Toleranz und wie hoch muss was passieren, dass was eingestellt wird. So, und daraufhin haben wir Frau Keller-Stanislawski eingeladen, weil die auch mit der Abteilung vom PAI arbeitet zum Thema Sicherheit und Qualitätskontrolle. Jetzt wissen wir von 1, 2, 3, 4, 5 Pathologen, dass es einen Haufen Probleme gab, auch mit der Impfung. Es gab ja in Dresden einen Pathologen, der nachweisen konnte, dass dieses mRNA, wir erinnern uns ja alle, es ist nur ein Pieks, es bleibt im Arm und das ist in 2 Tagen wieder weg. Und der hat ja nachgewiesen, dass es ein halbes Jahr später immer noch im Gehirn oder in den Hoden oder in den Eier stecken. Und dann haben wir gesagt, okay, das wollen wir mal mehr wissen. Es muss ja irgendwie Daten geben. Ne? Also
jetzt mal ganz kindlich, ich bin Politiker und ich bin weder studiert, noch bin ich Mediziner, noch Anwalt. Ich bin also so ein völlig Verblendeter. Und dann habe ich also Ideen, wie das läuft. Wenn wir früher uns diese ganzen Hollywood-Filme angeguckt haben, Katastrophenfilme, dann war das ja in der Regel so, dass wenn irgendeine Katastrophe passiert ist, gab es da 100 Wissenschaftler und alle, die dem Präsidenten um den Mund geredet haben, sind rausgeflogen und immer der Kritischste von den Kritischsten war derjenige, der die beraten hat. So stelle ich mir ein Krisenmanagement vor. Und in Deutschland war das ja anscheinend komplett an. Also haben wir die Dame geladen. Die tat mir dann echt fast leid, muss ich zugeben. Das will ich wirklich mal so sagen. Also ich habe die ja nicht eingeladen, weil ich die ärgern will oder weil ich der ihre Pension nicht will oder sowas. Aber die hat regelrecht gezittert und dann hatte ich das Gefühl, die will mehr erzählen als den anderen Parteien da lieb ist. Und die hat echt unglaubliche Sachen gesagt. Nur ein Beispiel. Wir haben das Gesundheitsministerium gefragt in Brandenburg und haben gesagt, bitte sagt uns mal, wie viele Nebenwirkungen gibt es denn bei der Impfung? Also gefühlt kennt ja jeder 10 Leute. Und haben gesagt, also es muss ja eine Zahl mal da sein. Und das Gesundheitsministerium hat offiziell auf eine Anfrage von uns geantwortet, es gäbe in Brandenburg 154 Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen. Da haben wir gesagt, 154 Verdachtsfälle in 3 Jahren, das war in 2 Jahren, ne? Das kann nicht sein. Also aber es ist die offizielle Meldung. Die offizielle Meldung ist 154. Dann kriegen wir, bevor wir in so eine Befragung reingehen, wenn es also in den Themenkomplex Impfung geht, dann kriegen wir von der Regierung noch sogenannte Regierungsberichte. Auch da stand die Zahl drin, 154 Verdachtsfälle. Und Frau Keller-Stanislawski, weil wir gefragt haben, können Sie denn mit den 154 Fällen was anfangen? Da hat die gesagt, ja, aber das sind ja nur Meldungen vom Gesundheitsamt. Also die melden ja so gut wie nie. Also Frau Keller-Stanislawski sagte dann einen Satz, der ist bemerkenswert. Wir hatten noch nie so viele Nebenwirkungen wie bei der Impfung. Dann hat sie gesagt, wir hatten einen, der hat nichts anderes gemacht, als hat um Todesfälle zu kümmern. Eine hat sich nur gekümmert um Myokarditis und mit allen Angestellten, die wir hatten, sind wir nicht klargekommen. Wir mussten aus allen anderen Abteilungen Leute holen. Auf die Frage, wie viele Leute sie denn da beschäftigt hat, wollte sie dann nichts sagen. Mir ist auch klar, warum, weil wir haben im Nachhinein rausgekriegt, alleine diese Abteilung, die diese ganzen Daten prüfen sollte, sind 50 Mitarbeiter angewachsen, von ursprünglich wohl, glaube ich, 5. Ne? Und dann hat sie gesagt, auf die Frage, ob es in Brandenburg Daten gibt, und jetzt haben wir die Zahl mal im Kopf, 154, und dann hat sie über Brandenburg gesagt, ja, ich habe Brandenburg mal rausgesucht, in Brandenburg gibt es im Zeitraum der Impfung 5.860 Verdachtsfälle und 88 Todesfälle. Und da war ich etwas geschockt, muss ich zugeben, weil es haut ja mit den 154 Verdachtsfällen überhaupt nicht hin. Das heißt, die Politik ist nicht nur ahnungslos, die ist dann auch noch zu blöd, hinterfragen zu müssen. Also das tut mir echt leid, das ist ein Problem. Es gibt ja eine schriftliche Anfrage, das war vom September 2023, hat, glaube ich, Ihr Kollege Bundestagsabgeordnete Thomas Dietz gestellt. Und das war, und zwar geht es darum, wann denn diese, also viele der Daten, die ja eigentlich erhoben werden sollen, sowohl beim Paul-Ehrlich-Institut eben als auch beim RKI, wurden ja nicht erhoben. Und zwar, weil die Aufgabe, also da musste irgendwelche Programmierarbeiten, ich kann es kurz vorlesen, wann wurden die Programmierarbeiten zur Änderung der Schnittstelle der Datenflüsse Kassenärztliche Vereinigung KV an das Robert-Koch-Institut RKI sowie RKI an das Paul-Ehrlich-Institut PEI gemäß Gesetzesänderung des § 13 Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes begonnen und wie viele Stunden Projekttage wurden programmiert, bis die Änderungen fertiggestellt waren, damit die gesetzlich geforderten Zusatzdaten der KV an das Paul-Ehrlich-Institut übermittelt werden konnten? Antwort von Sabine Dittmar, die sitzt, ist im Gesundheitsministerium. Die Programmierarbeiten haben im dritten Quartal 2021 begonnen und sind noch nicht abgeschlossen. Das heißt, der Großteil der Daten, und wir reden ja jetzt schon von Daten, die offenbar so überschwänglich muss das gewesen sein, dass das Paul-Ehrlich-Institut gar nicht klargekommen ist, der Großteil der Daten ist dort nie angekommen.
Also hier gibt es ja eine enorme Dunkelziffer. Womit haben wir es hier zu tun? Ist es irgendwie, Sie sagen gerade, die Politik, die tappt vollkommen im Dunkel, aber die, woran liegt es? Ist das jetzt das Desinteresse auf allen Ebenen? Ist es grobe Fahrlässigkeit? Ist das vielleicht ein Versuch einer Verschleierung? Oder ist es schlichte Unfähigkeit? Sie sind viel näher dran als wir. Wie schätzen Sie das ein? Da will ich kurz ausholen zu einem anderen Thema, weil das vielleicht die Situation erklärt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich mache eigentlich Landwirtschaft. Und wer sich so ein bisschen mit Landwirtschaft auskennt, weiß ja, es gab ja diese Düngemittelverordnung, wo es darum ging, dass der Boden in Deutschland viel zu viel mit Nitrat belastet sein soll. Das war eine EU-Verordnung, da hat man gesagt, die Länder sollen mal bitte melden, wie viel Nitratbelastung die Böden haben. Die Länder um Deutschland drumherum haben alle gemeldet, bei uns alles super, alles ist toll, da gibt es 3 Punkte, da ist ein bisschen Nitrat, aber es ist nicht so schlimm. Und Deutschland hat die grünen Gebiete überhaupt nicht gemeldet, sondern nur die mit Nitrat belastet sind und war dann der Böse. Und dann hat man hinterfragt, hat gesagt, auf welcher Datenlage ist denn das passiert, wie viele Daten habt ihr denn, sind die Messanlagen richtig, habt ihr das ausgewertet und da ist rausgekommen, das ist alles Quatsch. Also die Messanlagen stehen falsch, die stehen nämlich neben einer Kläranlage oder die stehen neben einem Wohngebiet, wo natürlich viel Abwasser und auch viel Fäkalien logischerweise zusammenkommen. Da ist natürlich logischerweise auch Nitrat drin. Das heißt, die Datenlage da war eine Katastrophe. Oder es gab bei uns im Landtag Brandenburg gab es eine sogenannte Volksinitiative. Da ging es darum, dass die Grünen gesagt haben, in einer Volksinitiative, sie wollen die Pestizide, also die Pflanzenschutzmittel auf FFH-Gebieten verbieten, damit das nicht mehr eingesetzt wird, weil das ganz böse und schlimm ist. Da gab es mehrere Sitzungen dazu, bis ich irgendwann gefragt habe, tut mir mal den Gefallen, über wie viel Pestizide reden wir denn? Über wie viel Fläche reden wir denn? Über wie viel Gramm, also über welche Zahlen reden wir? Und da hatte man mir gesagt, das wissen wir nicht. Und genau das gleiche Problem haben wir bei Corona. Es wird nichts erhoben. Es wird einfach behauptet. Es wird behauptet, wir haben 1 Million Menschen gerettet, aber sie können es nicht beweisen. Sie sagen, die Maske hilft, aber es gibt gar keine, es gibt null Datenlage dazu. Und die Datenlage, die es gibt, sagt eigentlich was ganz anderes aus. Ich glaube, es ist es ist ein Zusammenspiel von Unfähigkeit, von Überforderung und es ist vor allen Dingen ein Problem der sogenannten Bürokratie-Demokratie, die wir haben. Wir leben ja aus meiner Sicht nicht wirklich noch Demokratie. Wir können alle 5 Jahre zwar irgendwas wählen, aber entscheiden tun die Ministerien mit ihren Bürokraten dahinter. Und die machen ehrlicherweise, was sie wollen. Und wenn sie nicht der Meinung sind, sie müssen heute eine Daten erheben, dann tun sie das nicht. Das ist halt so. Die haben sich damit angepasst. Und dieses Zusammenspiel des Ganzen ist zu einer Katastrophe hochgekommen, die wir jetzt sehen. Und dann spielt das Militär, das will ich auch nochmal sagen, Holtherm und dergleichen spielen dann nochmal eine größere Rolle. Weil ich nicht glaube, dass das eine große Weltverschwörung ist im Sinne von, das Militär will alles übernehmen, sondern das ist eher... Das ist meiner Ansicht nach normal, dass man in einer größeren Katastrophe das Militär dabei hat. Aber es ist ein komplettes Versagen des Staatsapparates. Also nicht nur der Politiker, sondern auch der Behörden. Es ist ein komplettes Versagen. Wenn Frau Keller-Stanislavski sagt, sie haben eine App entwickelt, wo man sich melden kann, wenn man Impfschäden hat. Und wenn sie dann sagt, da haben sich über 700.000 Menschen gemeldet. Über 700.000 Menschen haben sich auf diese App gemeldet. Das hätten sie nicht erwartet. Die Daten sind so viel, die können sie nicht auswerten. Also das tut mir leid. Also das versteht auch niemand. Und dann, wenn das denn so ist, hätte man ja die Impfung sofort vom Markt nehmen müssen. Hätte sagen müssen, stopp, jetzt machen wir erstmal einen Cut. Jetzt müssen wir erstmal prüfen, wie das ist. Ja, warum ist das nicht geschehen? Ich weiß, ich rede zu viel. Nein, Sie reden überhaupt nicht zu viel. Das ist ja, dafür sind Sie da. Warum ist das nicht geschehen? Was sagt Frau Stanislavski? Warum ist das nicht geschehen? Das wäre ja Aufgabe auch des Paul-Ehrlich-Instituts gewesen, zu sagen, Moment mal, wir müssen jetzt hier Stopp machen. Das ist genau die Aufgabe dieses Instituts. Die Qualität. Qualitätssicherung von Medikamenten. Ja, und jetzt sage ich Ihnen, da so weit sind wir ja nicht gekommen. Also, ist auch kurios. Jeder Ausschuss, der im Landtag ist, tagt 10 Stunden oder 12 Stunden, das spielt gar keine Rolle. Nur der Untersuchungsausschuss muss nach 8 Stunden beendet werden, weil wir haben ja alle angestellt. Also wir Politiker sind
keine Angestellten. Wir können auch 15 Stunden arbeiten, das finde ich auch in Ordnung. Aber wir haben ja Angestellte und die Angestellten dürfen eben nicht länger als 10 Stunden arbeiten. Wenn der Ausschuss 8,5 Stunden geht, ist man ja länger schon als 8 Stunden quasi auf Arbeit. Und deswegen hat man dann diesen Ausschuss beendet und Frau Geller-Stanislawski kommt jetzt am 13.10. wieder. Ich hoffe, dass wir genau die Fragen am 13.10. stellen können. Es ist absurd, ehrlicherweise, aber es ist auch eine Form der Behinderung der Aufklärung, das darf man nicht vergessen. Aber es ist trotzdem, also alleine, was ich schon gesagt hatte, so bemerkenswert, weil das eigentlich zeigt, wie katastrophal es ist. Das, was Sie angesprochen haben, es gibt einen Paragraphen, der ist geändert worden im November 2020 im IFSG, im Infektionsschutzgesetz. Da gab es auch Demonstrationen damals. Und da gibt es einen Paragraphen, den Paragraph 13 Absatz 5. In dem wird ganz klar beschrieben, dass die kassenärztlichen Vereinigungen ab 01.01.2021 quartalsweise alle Daten zur Verfügung stellen müssen, um eventuelle Nebenwirkungen bei einer neuartigen Impfung aufdecken zu können. Und jetzt ist das völlig verrückt, das bis heute nicht passiert. Ja. Das eigentlich Verrückte ist, dass es sogar so ist, dass man eine, das wissen die wenigsten, man hat sogar eine Bußgeldbewährung gemacht. Das heißt, es ist sogar strafbewährt. Man hat nämlich gesagt, falls das nicht passiert, dass die Daten übermittelt werden, ist pro Fall sind 25.000 Euro Bußgeld fällig. 25.000 Euro. Und auf die Frage, das habe ich jetzt erst, wir hatten letzte Woche Plenarsitzung in Brandenburg, habe ich die Gesundheitsministerin gefragt, wie viele mal angefordert wurden die Daten und wie viel Bußgelder wurden erhangen und bla bla bla. Da hat sie zu mir gesagt, ja Hönig, aber da sind wir überhaupt nicht zuständig. Das ist eine Fehlaussage, aber das zeigt das völlige schwachsinnige politische Gelaber. Ne? Also das ist echt schlimm, muss man zugeben. Und es ist gefährlich, weil es sterben Menschen daran, ne? Ja, also Frau Stanislawski am 13. Oktober nochmal dabei. Wird auch Frau Ernst aussagen am 13.? Das hoffe ich doch. Also wir wollen Frau Ernst, das ist ja die ehemalige Bildungsministerin, und wie gesagt, die hatte ja vom Untersuchungsausschuss zum Ersten schon mal gesagt, dass sie wüssten ja, dass Kinder und Jugendliche nicht wirklich an dieser Pandemie beteiligt sind und dass sie auch nicht krank wären und dass da auch nicht viel passiert. Da haben wir gesagt, okay, das ist aber merkwürdig, dass Sie das wissen. Warum haben Sie denn dann die ganzen Maßnahmen erhoben, also mit Masken in der Schule, 8 Stunden sitzen? Das ist ja eine Tortur für die Kinder, das wissen wir ja heute. Und da hat sie gesagt, ja, also die Eltern wollten das. Da sind wir erstmal schockiert gewesen, konnten nicht weiterfragen, aber das muss man sich mal vorstellen. Da sagt eine Bildungsministerin, die Maßnahmen, die Eltern wollten das. Alleine das ist schon Schwachsinn. Aber die haben wir deswegen vorgeladen, weil ja in den Schulen sind ja mobile Impfteams gewesen. In den Schulen sind ja Kinder unter Umständen auch gemobbt worden, weil sie nicht geimpft waren. Sie mussten sich wegsetzen und das wollen wir schon genauer wissen, auf welcher Datengrundlage sie das machen, weil das ist, aus meiner Sicht ist das echt heftig, was da gemacht worden ist mit den Kindern. Jetzt mal von den Alten abgesehen, wo man ja gesagt hat, die Kinder bringen die Alten um, schickt sie nicht zu den Alten. Und man Menschen im Altenheim und Pflegeheim alleine sterben lassen hat. Das ist völlig normal bei den Grünen und bei der SPD. Ist völlig in Ordnung. Ja, ist so scheißegal. Ne? Also die haben zwar jeden einzelnen Corona-Toten beweint, aber haben hintenrum Leute sterben lassen, alleine, völlig unmenschlich. Haben dann die Kinder noch zum Killer erklärt und haben dann Kinder drangsaliert. Das sieht man ja heute. Ich glaube, dass, also wir hatten die Arche bei uns. Wissen, kennt ihr das? Ihr seid ja aus Berlin, glaube ich, sind Sie, ne? Ja, ja. Und der Gründer von der Arche war da gewesen. Jetzt mag der nicht die AfD, das ist mir aber auch wurscht, weil das, was der gesagt hat, war wirklich gut. Das war echt bewegend, da habe ich echt Gänsehaut gekriegt, was der erzählt hat über die Kinder, die nun auch dann auch noch aus prekären Situationen kamen. Und das ist schon heftig, was man den Kindern angetan hat, muss man echt zugeben. Und das wollen wir gerne, Frau Britta Ernst, da nochmal im Untersuchungsausschuss befragen. Und wir erhoffen uns ein bisschen was, mal gucken. Welche politischen Konsequenzen können denn aus so einem Ausschuss jetzt entstehen? Was könnte daraus folgen? Also ich habe das mal gemacht, da will ich ehrlich sein, ich habe das mal ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, das darf so nicht wieder passieren. Und ich hatte das Gefühl, irgendwas ist nicht richtig. Ich hatte das Gefühl ganz am Anfang, es ist rechtlich irgendwas nicht richtig.
Da haben wir gesagt, okay, wenn man sowas macht, muss man das untersuchen, da müssen die Fehler aufgedeckt werden, damit man sie beim nächsten Mal, und so eine Pandemie kann ja wirklich mal passieren, also ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt eine Krankheit, die gefährlicher ist als Corona, und dann kann man sich, wenn man das also macht, muss man darüber nachdenken, wie soll es wirklich ablaufen. Das heißt, unsere Konsequenz wäre eigentlich, einen eigenen Pandemieplan nochmal zu schreiben und einen eigenen Katastrophenplan zu schreiben, wo man eben festhält, dass es überhaupt völlig egal ist, welches politische Couleur irgendwas gesagt wird, dass Wissenschaft frei zu behandeln ist und, und. Und als zweites habe ich immer gesagt, ich glaube nicht, dass aus dem Untersuchungsausschuss, den wir jetzt machen, große Konsequenzen kommen, aber es wird die Zeit kommen, ich hoffe, das sieht auch so aus, aber es wird die Zeit kommen, wo es einen Untersuchungsausschuss im Bundestag gibt und es wird die Zeit kommen, wo es einen Untersuchungsausschuss im Europaparlament gibt. Und dann wird man diese Unterlagen, die Aussagen, die jetzt da sind, die wird man brauchen. Und das treibt mich ehrlicherweise an, weil das ist absurd. Also ich komme aus der DDR. Ich hätte mir nie gedacht, dass wir in einem schrecklicheren Staat leben als in der DDR. Und die DDR war eigentlich gut. Also das war verrückt. Also so wie das jetzt ist, darf es nie wieder passieren. Ja. Also der Untersuchungsausschuss im Bundestag wird vermutlich nach der nächsten Bundestagswahl kommen. So wie die Umfragen ausschauen, kann die AfD dann dort einen Untersuchungsausschuss ansetzen. Herr Hünig, ich danke Ihnen. Ja, ja. Sie ja, nur ganz kurz, weil das wichtig ist. Das ist nämlich genau der Punkt, wo ich sage, es zählt jede einzelne Stimme. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, ja, die Partei, das muss abgeschafft werden und geht nicht wählen. Ich sage, Kinder, geht wählen, weil jede einzelne Stimme zählt. Und zwar, wenn wir im Bundestag 25% haben, und wir brauchen ja nicht 25%, sondern wir brauchen vielleicht weniger, wenn weniger Parteien zum Beispiel drin sind. Das kommt drauf an. Also innerhalb des Bundestages brauchen wir 25%, dann können wir einen eigenen Untersuchungsausschuss einrichten. Es muss nicht immer die Mehrheit sein. Und manchmal reicht es zu, dass man eine Sperrminorität hat. Wir in Brandenburg stehen wir gerade bei 32% Umfragewert. Das heißt, wir können mit 30% können wir verhindern, dass gewisse Gesetze erlassen werden, dass die Verfassung geändert wird in Brandenburg und. Deswegen ist ganz wichtig, zählt jede Stimme. Und ich sage den Leuten, geht wählen. Wählt um Gottes Willen ja nicht die Grünen, weil die wollen unsere Gesellschaft wirklich abschaffen. Und das sind aus meiner Sicht die echten Faschisten. Aber ansonsten geht wählen. Es ist nicht so, dass die Stimme bringt was. Es dauert länger, als wir uns gedacht haben, aber die Stimme bringt was. Aber auch Briefwahl ist in Ordnung. Ach. Also Briefwahl habe ich eigentlich, also grundsätzlich finde ich ja gut, dass man auch Briefwahl machen kann. Aber die Briefwahl hat folgendes Problem. Die Briefwahl ist nicht geheim. Und überall, wo Wahlen geheim sind, gewinnen wir. No, das muss man ja mal zugeben. Überall, wo es im Wahllokal ist und die Leute quasi hinter ihrer Wand stehen und wählen können, gibt es andere Ergebnisse als in der Briefwahl. Die Briefwahl ist leider Gottes manipulativ sehr anfällig. Wir stellen uns zwei Sachen vor. Im Altenheim, die 90-jährigen Gruppe da, die sitzt am Tisch, trinkt Kaffee und isst Kuchen und der Pfleger hat da 20 so eine ältere, netten Damen und die wollen alle an dem Abend wählen und dann sagt der Mensch, ihr könnt aber nicht die AfD wählen. Mensch, also wisst ihr, ich habe Kinder und die Grünen müsst ihr wählen. Dann wählen die alten Damen, weil sie lieb und nett sind, die Grünen, weil der hat ja noch länger zu leben als sie. So ist das, ne? So. Und auch wenn Oma und Opa zu Hause sind und wollen wählen und dann kommen die Enkel nach Hause und sagen, ja, die AfD kannst du nicht wählen oder die CDU kannst du nicht wählen. Ne? Dann wird das eben so gewählt, weil es nicht geheim ist. Und deswegen ist die Briefwahl ist ein größeres Problem. Nicht, weil wir nicht gewählt werden, das ist mir egal. In der Demokratie heißt auch nicht gewählt zu werden. Aber es läuft ja einiges schief, das sieht man ja leider Gottes. Ne? Ja, wird sich hoffentlich mal ändern, dass wir den katastrophalen Kurs, auf dem wir uns gerade befinden und immer mehr in Richtung Abgrund bewegen, dass wir da vielleicht mal irgendwie einen Kurswechsel hinbekommen. Wie auch immer der dann aussehen mag, so wie es momentan läuft, kann es nicht weitergehen. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Herr Hünig, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Ich bin gespannt, was beim nächsten Untersuchungsausschuss herauskommt. Und das wird ja vermutlich auch nicht der letzte Termin bleiben, auf das das noch weitergeht. Da gibt es noch vieles aufzuklären. Vielen Dank. Und wir interviewen Sie dann gerne wieder.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung und hat Spaß gemacht und unbedingt weitermachen, das ist wichtig. Es ist wichtig, über was zu reden und ihr redet ja darüber und über andere Sachen, über Politik. Die Leute müssen aufgeklärt werden, jeder Einzelne. Also danke.